Ja, hallo liebe Foto- und Videofreunde. In der heutigen Folge geht es um das richtige Licht. Was das richtige Licht ausmacht und was es meiner Meinung nach darstellt und wie es aussehen sollte. Mein Name ist Marco Wittmuch von Glamour Pixel Fotodesign aus Gelsenkirchen und ich bin heute mit unserem Team hier auf der Insel Sylt und wir fotografieren hier gerade mehr als 20 Ferienwohnungen. Und im Gegensatz zur Studiofotografie haben wir hier den Umstand, dass natürlich schon Licht von draußen durch das Fenster reinkommt und auch Licht in den Räumlichkeiten hier vorhanden ist. Das heißt, hier im konkreten Fall, in dieser Wohnung ist es so, dass wir hier eine Stehlampe haben, wir haben hier oben an der Decke Halogenspots, wir haben einen Kronleuchter und wir haben also eine gewisse Lichtstimmung im Raum. Und diese Lichtstimmung möchte ich natürlich mit meinen zusätzlichen Leuchten höchstens positiv unterstützen, aber in keinem Fall kaputt machen. Das heißt, die Lampen, die ich zum Beleuchten einsetze, die sollten ganz bestimmte Eigenschaften haben. Das heißt, die sollten sich in der Helligkeit regeln lassen, damit die also nicht zu hell, nicht zu dunkel sind. Die sollten sich, wenn möglich, in der Farbtemperatur regeln lassen, weil ich da von außen, zum Beispiel wenn ich Tageslicht reinbekomme, sehr bläuliches und Licht mit einer hohen Farbtemperatur reinbekomme. Und unter Umständen habe ich in den Räumen sehr warmes Licht durch Halogenlicht, 3200 Kelvin in der Regel, durch normale Glühlampen von dem Kronleuchter, durch die Stehlampe hier auch sehr warmes, ambientes, ja, Licht, was eine sehr niedrige Farbtemperatur hat. Und ich habe mich deshalb entschieden, mit den Leuchten hier von Delolite, Dedo Weigert Film aus München zu arbeiten, weil diese Leuchten haben zwei ganz wesentliche Vorteile. Zum einen ist es Dauerlicht und kein Blitzlicht. Das heißt, ich kann sofort sehen, wie sich das Licht auf mein Set, auf mein Fotoset auswirkt. Und ich kann halt die Farbtemperatur regeln. Ich kann das Licht warm, kalt machen. Ich kann es in der Helligkeit regeln und kann es auch weitwinkliger oder enger vom Abstrahlwinkel einstellen. Das sind also diese Eigenschaften, die sehr vorteilhaft sind für mich, um in diesen Räumlichkeiten zu arbeiten. Und ich zeige am Ende des Videos auch einige Endergebnisse davon. Ja, wann ist für mich grundsätzlich das Licht richtig? Oder warum lege ich da überhaupt so viel Wert drauf? Ja, aus meiner Sicht macht das Licht einen ganz wesentlichen Qualitätsfaktor aus, bei Fotos und auch bei Videos natürlich. Ja, und demzufolge habe ich mir selbst und auch meinem Team gesagt, dass es eine gewisse Anstrengung und Mühe benötigt, um das richtige Licht zu setzen. Das heißt, ich mache es nicht einfach nur hell, wie es vielleicht manche meiner Kollegen so machen, sondern ich versuche wirklich das Licht zu unterstützen von dem Raumlicht hier in den Räumlichkeiten, die ich hier zur Verfügung habe. Das ist natürlich ganz anders als im Studio, wo ich mit einem dunklen Raum starte und dann ein, zwei, drei, vier Punktlichter ausleuchte und da ganz andere, sage ich mal, Startvoraussetzungen habe. Hier in den Räumlichkeiten, bei den Ferienwohnungen, will ich natürlich insgesamt kein fremdes Licht einbauen. Das heißt, von der Farbtemperatur gleiche ich das Licht an. Und ich drehe dann halt hier an dem Knopf für die Farbtemperatur. Und wenn also relativ warmes Licht dort ist, drehe ich halt die Farbtemperatur runter auf ungefähr 3.000-4.000 Kelvin, sodass es sich harmonisch in die bereits bestehende Lichtsituation einbringt und kein Fremdkörper ist. Wenn dort ein Bild an der Wand hängt, dann kann ich es mit einem Spot noch zusätzlich ausleuchten. Und was ich jetzt hier im Moment habe, um mich jetzt in dem Sessel hier auszuleuchten, ist, ich habe eine LED-Flächenleuchte, Tech Pro, ein Lightflex-Panel ist das mit, ich glaube, 96 LEDs, wenn ich richtig gezählt habe. Dann habe ich hier noch ein DLED-7 Licht, was hier auf den Tisch geleuchtet ist mit einer Spot-Einstellung. Und ich habe hier oben auf dem Kamin hinter mir noch ein Haarlicht installiert, was halt dafür sorgt, dass ich noch etwas Glanz in den Haaren habe. Das erschien mir wichtig, deswegen habe ich das Lichtsetup so aufgebaut. Ja, und das dauert dann halt, bis so ein Lichtsetup steht. Das fällt nicht vom Himmel, sondern da ist man dann schon mal eine halbe Stunde dabei, sich im Prinzip das Bild zu komponieren, die Teile so zu positionieren, wie man das halt für dieses Video in dem Fall benötigt oder halt als schön empfindet.
und dass man sich das Lichtsetup so einrichtet, sodass man halt vorteilhaft rüberkommt. Ja, was ist mir sonst noch wichtig? Man kann natürlich entscheiden, wo Licht ist, ist auch Schatten. Man kann entscheiden, wie die Schatten geworfen werden. Hartes Licht, wenn man jetzt so ein LED-Reflektor nur nimmt, ja, der macht von Natur aus sehr hartes Licht, weil der Leuchtkörper relativ klein ist im Vergleich zu den Objekten, die ich beleuchte. Ja. Das heißt, man muss auch gucken an sämtlichen Kanten und so weiter, ob vielleicht jetzt hier der Lampenständer einen unschönen harten Schlagschatten erzeugen würde. Wenn das der Fall jetzt wäre, dass mein Licht einen harten Schlagschatten da erzeugt, dann würde ich mir überlegen, ob ich halt die Lampe anders positioniere, sodass der Schatten halt in Richtung der Kamera fällt und nicht mehr auffällt, also im Prinzip hinter dem Objekt verschwindet. Oder ich würde mir überlegen, mit etwas weicherem Licht, sprich einer Flächenleuchte zu arbeiten oder gegebenenfalls über die Decke indirekt zu beleuchten oder mit solchen Tricks zu arbeiten. Ja, das sind also alles Dinge, die ich bei der richtigen Belichtung und Beleuchtung berücksichtige. Das ist für mich einfach wichtig, auch wenn ich im Studio Produkt- und Werbefotografie mache und eben halt mit einem dunklen Raum anfange, dann gibt es immer das Führungslicht und auch Effektlichter oder seitliche Konturlichter, Lampen, die ich nur für den Hintergrund einsetze. Für mich ist es wichtig, dass jede einzelne Lampe eine einzelne Funktion übernimmt. Und nur dann, wenn ich die Lichtquellen isoliert voneinander zunächst betrachte, bin ich auch in der Lage, ein komplexeres Lichtsetup insgesamt zu verstehen und aufzubauen. Also wer einfach nur seine Lampen einschaltet und irgendwie irgendwo hinrichtet, der wird meiner Meinung nach nicht die gleichen Ergebnisse erzielen wie jemand, der sich wirklich um Lichtquelle für Lichtquelle kümmert. In vorhandenen Räumlichkeiten oder bei Available Light draußen, natürlich unter Berücksichtigung des vorhandenen Lichtes, ja, dass man das halt die anderen Leuchten dementsprechend dazu beleuchtet und halt die gesamte Lichtsituation noch weiter verbessert. Das ist also das Ziel, die gesamte Lichtsituation noch weiter zu verbessern und jetzt Personen, Gegenstände, Einrichtungsmöbel, Artikel, Dekomaterialien, die wichtig sind, halt dann zusätzlich noch positiv in Szene setzt sozusagen. Ja, das war es im Großen und Ganzen, was mir wichtig ist bei der richtigen Beleuchtung von Artikeln, von Objekten, von Räumlichkeiten, von Personen, von was auch immer. Ich hoffe, das Video war informativ für Sie. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir einen Daumen hoch geben für das Video oder es liken, teilen. Nochmal kurz, ich bin Marco Wittmuch von Glamourpixel Fotodesign aus Gelsenkirchen, erreichbar auf der Webseite www.glamourpixel.de. Und diese tollen LED-Leuchten sind von der Firma Dedo Weigert aus München. Bis dahin, tschüss!